So, die Truhen, die etwas beinhalten, sind allesamt beschriftet. Perfekt. Ich guck nochmal gerade den Rest durch, ob ich noch irgendwo was rumfliegen habe, aber ich glaube nicht. Auch Babys, ne? Jo. Drecksviecher. Ich bin gerade dabei, mir Level 24 zu erfahren. Damit ich Glück auf diese Spitzhacke drauf klatschen kann. Würde ich genauso machen. Oh, ich hab gerade ganze Zeit überlegt, wie kriege ich jetzt am besten noch die anderthalb Level höher. Hört man nicht Schutz sagen muss. Was ist denn Sog? Zauberung. Angezogen. Wow. Please, do it again. Sog. Schärfe. So, ich mach das Böder, Treue. Marsch aus. Ja. Ach, kann ich jetzt nicht mehr verzaubern? Ich habe gedacht, kann man. Wow. Gehst jetzt daher, tust eine andere verzaubern und kombinierst die. Wow, weil ich habe jetzt auf dieser, ich habe eigentlich nur Glück 2 Fragezeichen draufgehauen, ne? Ja. Hab aber jetzt Effizienz, was ist IV? Ist das 6 oder 4? 4. Effizienz 4, Haltbarkeit 3, Glück 2. Danke. Alles klar, damit gehe ich farmen. Alles richtig gemacht. Kann man auf eine Spitzhacke Reparatur kriegen? Ja. Ja, geht. Wow, egal, das wäre ja. Und dann Glück jetzt, und Effizienz. Hast du jetzt eben echt versucht, irgendwo so drauf zu bauen? Ich hoffe nicht. Wieso? Was ist ein Sog? Na, Sog ist für den Dreizack. Für den was? Für den Dreizack. Ah, okay. Nee, ich hab die Mistgabel. Ich hab das Buch noch. Nee, ich hab das Buch nicht mehr. Was für ein Dreizack? Kann man irgendwie Neptuns Dreizack aus dem Unterwasser-Dings rausholen, ja, oder was? Ja, ja. Und die komischen Unterwasser-Zombie-Dinger da, die tun doch die Ertrunkenen, die droppen das ganz selten mal. Die haben doch auch manchmal so einen dabei. Und wenn du da Sog drauf machst, die Verzauberung, und du wirfst diesen Dreizack, egal ob es bei Regen ist oder unter Wasser, dann wirst du in so einem Sog hinter dem Dreizack hinterhergezogen. Ach geil. Stimmt, du hast mir das erzählt. Aber nichtsdestotrotz, was ist Treue? Loyalität, das heißt, es kommt immer wieder zu dir zurück. Auch wenn ich sterbe, oder was? Nein, wenn du es wegwirfst. Ah. Auch für den Dreizack. Geil. So. Ach komm, 5 Minuten Marsch noch, dann haben wir 2 Stunden 30. Arschlecken. Nice. So, jetzt habe ich eine Diamantenspitzhacke mit Effizienz 2 und eine mit der Effizienz 4, Haltbarkeit 3, Glück 2, voll geil. Sehr schön. Aber zufällig Glasblöcke? Guck mal in der Baumaterialkiste. Ins Lagerhaus rechts rein und ich glaube dann der zweite Gang. Ist jetzt alles beschriftet. Ja. Boah, verzauberte Rüstung. Wo soll ich gucken? Lagerhaus rein rechts, zweiter Gang links. Dann auf der linken Seite die erste Truhe links unten, glaube ich. Baumaterial. Okay, Sand. Ich brauche Sand.
tierische Erzeugnisse. Ja. Keiner hat Sand, ne? Oder ist das hier noch irgendwo? Ich habe jedenfalls beim Beschriften gerade nichts dergleichen gesehen. Schade. Gucke eben mal. Wir brauchen nämlich Glasblöcke. Oh, Glasscherben sind aber viel effizienter. Nicht, wenn du einen Boden machen möchtest aus Glas. Naja. Was, naja? Es geht auch. Ich soll nur aufpassen. Ja, super. Ah, es hat geleckt. Spawnt ihr verzauberten Bücher? Spawnt. Ich habe gerade mal 30 Sand, mehr habe ich nicht. Alles bitte in den Ofen schmeißen. Da brauche ich alles. Zurücklaufen. Wo ich kann dir hier auch noch was abbauen. Vielleicht, eventuell. Das wäre auch super. Funktioniert der Galgen? Oder ist das nur provisorisch? Der Galgen, der funktioniert leider nicht. Leider. Ich hab da einen hohen Feuerzeug dabei. Noch. Cutten, hochladen, duschen, arbeiten. Geil! Und irgendwo muss ich gucken, dass ich irgendwie was esse. Ja, das sollte man vielleicht auch zwischendurch. Naja. Menschliche Bedürfnisse, was in diese Richtung angeht, sind scheiße. Ja. Ja. Ich könnte mein Bewusstsein in einen Roboterkörper hochladen, Alter, nie wieder essen. Ich bin nämlich heute auch wieder von Bett auf Schreibtischstuhl. Und ich bin auch nur gestolpert, ich musste ja nur kurz aufstehen. Aber das ist doch das beste Dasein ever, Alter. Ohne Witz. Ich find's geil, nur irgendwie merke ich gerade, menschliche Bedürfnisse dringen doch durch, so wie auf Klo gehen und essen und trinken und so. Das kann man alles miteinander verbinden. Ja, schnell auf dem Klo. Während dem Kacken noch schnell ein Sandwich reindrücken oder so? Ja, ganz ehrlich, ich bin sowieso, was Toilette angeht, schnell, weil das ist für mich verschwendete Lebenszeit, wenn man da einfach nur rumsitzt. Richtig. Deswegen kurz U-Boot drucken für Stalin und dann gib ihn. Boah, wird das wieder düster, Alter, diese Shader, ne? Voll geil. Jetzt, wo man mal einen Creeper braucht, Mensch. Sag das nicht so laut. Ja, bitte. Ich hab's gerade schon hinter mir schleichen hören, direkt als instinktiv, Ich hätte aber gerne hier einen Card. Warte, lass mich dir ganz sachlich antworten. Nein! Doch, zum Sand abbauen. Ich baue gleich Sand ab, ey. Oh ja. Okay, Phantom. 2, au. Euch wollte ich doch gar nicht. Ja, du hast einen Creeper bestellt und Phantom bekommen. Hast du was falsch gemacht? Au, ja. So, ich würde jetzt hier gerne ausmachen. Nein. Jawohl. Dann, wow. Mach ich auch aus. In 4 Sekunden. Aha, jetzt. Tschö. Ciao.